und Herren, ich bin's wieder, euer Clash Gnadenlos, Clash Gnadenlos. Heute mit einem Special, MMA-Special. Heute werden wir unseren Bruder aus Kassel unterstützen, den Koray Cengiz, ein abchasischen Krieger, so wie ich. Er kommt aus Abchasien. Da ist die Fahne von Abchasien, zack, da seht ihr das. Da werde ich euch nachher nochmal was sagen, wo das ist und genau, weil viele sich fragen, wo ich herkomme und die das nicht wissen. Wir werden da mit mehreren Leuten hingehen und ihn unterstützen. Ich werde mit ihm zum Ring gehen, bis zum Ring, und versuchen ihn zu motivieren. Und wir hoffen das Beste und wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Dass wir, MMA ist richtig brutal, über 100 Kilo wiegen beide Gladiatoren, aber unser Koray Cengiz aus Kassel ist brutal. Er wird ihn platt machen, bam, in sein Gesicht und so Style. Und ich werde, glaube ich, noch ein, zwei Fights dazulegen, damit das ein bisschen länger dauert, das Video, und dass ich euch ein bisschen was erzählen kann. Und ich freue mich so sehr, ich werde da jetzt hingehen, da seht ihr das T-Shirt, MMA, und noch von hinten ist das auch noch cool, da ist auch unsere Fahne, wie ihr da hinten seht, und ich hoffe, es wird euch gefallen, das Video, es wird brutal, Schweiß und Blut, meine Freunde, bam! Hallo, ich bin's, euer Ötzi Clash Gnadenlos, heute mit einem Special, brutalen Special, MMA Special. Koray Cengiz, der abchasische Krieger, abchasische Kämpfer, war in Bremen und hat zugeschlagen, hat brutal zugeschlagen. Hier seht ihr mal kurz, wie man sich vorbereitet vor dem Turnier. Da ist ein Kollege von Koray, der sich gerade aufwärmt, und ihr werdet gleich Koray auch sehen, wie er sich aufwärmt. Ich bin so stolz auf dich, Koray, mein Freund. Ich bin so stolz auf alle Leute, die dich unterstützt haben und immer noch unterstützen werden. Es war richtig geil. Wir haben richtig Spaß gehabt am Freitag. Da seht ihr mich mit Koray. Und da ist er im Vorraum. Da waren wenig Leute, und dann hat er dann im Vorraum ein bisschen so ein paar Übungen gemacht. Natürlich, wie er sich die Beine schnappt. Er ist ja ein gelernter Ringer. Aber er macht jetzt MMA. Und MMA gibt es richtig brutale Regeln. Und da werde ich euch gleich noch was zu sagen zu den Regeln. Und da macht er sich warm. Rechts, links. Guckt euch das an. Guckt euch diesen brutalen Nacken an. Guckt euch den. Oh, ein brutaler. Er ist ein abchasischer Kämpfer, so wie ich auch. Da seht ihr mich ganz rechts. Und da ist Sergei Koray und Typhoon. Und das ist ein Kampf, einer aus Dagestan, der war richtig geil. Guckt euch das an, wie er ihn hochhebt. Bam! Alter Schwede! Bei mir wäre Neckbreaker, bei euch auch. Der Nacken wäre geplättet. Guckt euch das an. Er ist auf dem Boden und da wird immer noch nachgetreten und immer noch gestanden. Ich sag euch was zu den Regeln. Knie, jegliche Art von Stegen sind erlaubt, außer an die Weichteile. Und wenn der Kollege auf dem Boden ist, so wie ihr seht, dann wird nachgeschlagen, dann wird getreten, bis er aufgibt oder der Schiri sagt, es geht nicht mehr, keine Chance mehr. Und da dieser Dagestaner, der hat das richtig drauf und der hat den Polen richtig welche gegeben. Alter Schwede, das ist aber brutal, Alter. Er wollte ja immer den Kampf zeigen. Herzlichen Dank an die Leute, die auch da waren. Am Freitag sind dann seine Kumpel Temel und Sergei gekommen von Koray, Cengiz. Wir haben richtig abgelacht am Freitag. Sehr geil, sehr geil. Immer wenn ich die Fernseher aufmache und eine Kochsendung sehe oder eine Backsendung, weißt du, was mir dann in, was ich dann denke? Genau den hier. Man und Koray wissen genau, was Sache ist. Sehr geil, mein Freund. Die Eier und das Mehl. Ey, das werde ich nicht vergessen. Und Temel, mein Freund, ich habe dich ja gefragt, was du bist. Du hast gesagt, du bist Türke. Nein, mein Freund, du bist kein Türke. Du kannst kein Türke sein. Verdammt, sag's nochmal. Du kannst kein Türke sein. Du fragst dich jetzt, Alter, was will Ötzi jetzt von mir? Wieso sagt er das? Alter Schwede, du bist ein Mexikaner, mein Freund. Du bist ein Mexikaner. So scharf wie du bist, Digga. So scharf wie du bist, musst du ein Mexikaner sein. Wir waren am Freitag um 2:30 waren wir beim Pizzaladen, beim Pakistaner. Da haben wir schöne Pizza gegessen. Ich, Koray und so haben wir schön was gegessen. Und Temel muss natürlich, Alter, er sagt, der brutal scharf, bitte, mein Freund.
Aber nicht das normale, sondern das unter der Decke. Unter der Decke. Und das so ein Pakistaner. Ah. Alter, der hat der Pakistaner die ganze Pizza rot gefärbt. Rot, mein Freund. Wir haben nur einen kleinen Bissen. Einen, nicht mal Bissen, Mann. Wir haben nur drauf getröpfelt. Und ich und Koray. Koray hat gleich, war gleich schweißgebadet. Und ich habe nach Milch gesucht, aber habe ich es nicht gefunden. Dieser Temmel hat die ganze Pizza weggeballert. Nur ein Stück war übrig. Verdammt, sag ich euch gleich nochmal was. Das war so geil. Da wollten wir raus und dann ist dann so ein Magger gekommen. Ich glaube, das war Abdachloser. Ne? Und da hat er die Pizza gesehen, dieses kleine Stück, hat gesagt, Alter. Und noch eine halbe Mezzo, alle gesagt, die baller ich weg. Er nimmt sich die Pizza, beißt ab und Cola hinterher. Ja, wir haben ihn nie wieder gesehen. Wir glauben, er ist gestorben. Er ist tot! Temmel, mein Freund, du Mexikaner, Alter. Das ist kalt. Da seht ihr das. Der Dagestaner gibt richtig Gas. Beide haben sich nichts geschenkt. Und beide haben richtig gut gekämpft. Aber natürlich, unser Bremer hat dominiert und hat ihn immer hochgehoben. Und richtig Ringer-Style. Er ist auch einer von uns. Er kommt auch aus dem Kaukasus. Da wollte ich noch mal was sagen. Wir sind Abkhazen. Ihr fragt mich immer, ob ich Türke bin oder so. Nein, ich bin kein Türke. Ich bin Abkhazen. Ich komme aus Abkhazen. Wir haben ein eigenes Land. Wir haben nur unsere eigene Sprache. Und wir haben unser eigenes Essen. Brutalste Essen, was es auf dieser Welt geben kann. Richtig, richtig lecker. Und wir sind als Krieger geboren und wir werden auch als Krieger sterben. So wie ihr, so wie Koray, richtig. Alter, Koray ist Monster, ist ein Tier und ich hoffe, dass er richtig Zukunft hat bei diesem Sport. Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport, auch wegen Verletzungsgefahr, aber mein Respekt. Und da seht ihr, er gewinnt und Koray gratuliert ihm. Ihr werdet das auch gleich sehen, dass Koray ihm gratuliert. So, da links seht ihr ihn. War richtig geil, richtig fetter Kampf gewesen, sag gern, mein Freund. Da seht ihr das mit Veit Aslan und seinem Bruder. Und ein Nummern-Girl, die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Eins, da waren bestimmt 10 Stück von denen. Aber richtig, alle sehr, sehr hübsch. Und da habe ich nochmal euch einen Fight gezeigt, so ein Frauenkampf. Die Samira hat gegen... ich weiß jetzt nicht, wie die andere heißt, aber war sehr, sehr brutaler Kampf. Frauen haben das auch drauf und die haben sich nichts gegönnt. Guckt euch das an, wie die abgehen und wie die sich schlagen. Danach, also das ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport und auch sehr, sehr anstrengend, aber es gibt keinen Hass. Nach dem Kampf umarmt man sich und man steht dazu und blaue Augen, scheißegal. Hauptsache man hat Spaß. Man hat Spaß am Sport. Ich habe das früher auch gemacht ich glaube, das war vor 15 Jahren, aber da haben wir auch noch andere Regeln gehabt. Da gab es Kopfnüsse. Da habe ich mir die Macker gepackt auf den Boden und dann habe ich ihm dreimal in drei Kopfnüsse gegeben. Da war der K.O. Aber das ist nicht mehr erlaubt, weil das zu gefährlich ist und auch gefährlich und blutig und so. Und dann hat man das nicht mehr erlaubt. Wie gesagt, Koray, mein Freund, ich wünsche dir alles Gute und alle, die da waren, alle, bei allen will ich mich bedanken und auch bei Veit Aslan, der dich trainiert hat, eine Woche dein Trainer, der mit seinem Bruder zusammen richtig brutale Show abgeliefert hat und der Laden war voll, Pier 2 war voll, richtig voll, also man konnte, oben war voll, die Tribüne war voll, links, rechts, die Balkone waren voll und da vorne natürlich, da wo wir gesessen haben, war natürlich auch voll. Wir konnten nur, so wie ihr seht, von vorne gucken und die oben konnten reingucken. Die waren mittendrin, aber oben hat man natürlich besseren Blick gehabt und das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich habe das auch nochmal von oben aufgenommen, den Octagon. Und das ist auch das erste Mal gewesen, dass in Bremen ein Käfig aufgebaut werden durfte. Und da sieht man, dass Veit richtig coole Connection hat und dass die ihm vertrauen und dass die ihm einen Octagon, einen Käfig aufbauen gelassen haben. Das fand ich richtig geil und ich beglückwünsche alle, die mitgemacht haben und das war richtig, richtig fetter Event.
Oder mein Freund, ich habe gehört, am 20. Mai nächsten Jahres ist die Hype 3, der dritte Teil. Und ich bin mir sicher, dass Koray Cengiz wieder dabei sein wird. Wieder dabei und wir werden ihn wieder unterstützen. Da seht ihr das, die T-Shirts. Und von hinten ist die abkhazische Fahne. Und hier auch nochmal die abkhazische Fahne. Nochmal an die Leute, ich bin ein Abkhaze, ein stolzer Abkhaze. Wir wohnen natürlich, wir leben natürlich seit, ich glaube, seit 100 oder 200 Jahren in der Türkei. Und ich liebe auch die Türkei. Aber wenn man mich fragt, ich bin Abkhaze, ich bin stolz darauf und wir sind ein Kriegervolk. So, da ist er im Interview, mein Freund Koray Cengiz. Und da seht ihr den Oktagon von oben, da habe ich den nochmal aufgenommen. Richtig geiler Blick von oben. Also, das war, daher würde ich auch gerne gestanden haben. Also, da seht ihr dann nochmal einen Kampf, habe ich dann nochmal von der Seite aufgenommen. Also eben von rechts und jetzt von oben runter. Richtig fett. Die Organisation war richtig gut. Die Lahma Jones, wenn ich weiß, was das ist, der soll zum Türkenladen und sich das angucken. Schön Lahma Jones mit Sauerkraut und Tzatziki, bis der Arzt kommt. Und diese beiden haben sich auch nichts gegönnt. Ey, sie haben raufgeschlagen und ohne Ende. Richtig, richtig starker Kampf. Kampfsportart, Thai-Boxen, K1 und MMA. Ich finde MMA das Schwierigste und auch das Anspruchsvollste ist und auch das Gute und auch richtig spektakulär. Wenn zwei Leute, die 100 Kilo sind, aufeinandertreffen, dann explodiert das. Dann explodiert das ohne Ende. Gleich werde ich euch noch einen Kampf zeigen. Da habe ich leider nur eine Minute von. Da hast du nochmal Koray Cengiz auf der Waage. Da seht ihr das. Das ist der Afghane. Der kommt aus Berlin. Richtig, richtig fetter Fight gewesen. Ich konnte den leider nicht komplett aufnehmen, weil ich mit Koray Cengiz hinten war und wir ein bisschen Sparring gemacht haben. Wir ein bisschen uns aufgewärmt haben. Also. Und da habe ich leider nur, da seht ihr das nochmal von unten, also von unten nach oben die Tribüne und dann den Balkon. Ich kann euch sagen, dass eben bei dem Frauenkampf die Schwarze gewonnen hat gegen Samira. Und hier hat der Berliner gewonnen, der Afghane, der in Gelb-Rot, der mit der gelb-roten Hose. Und ihr werdet gleich sehen, wie wir in den Ring gehen mit der brutalsten Mucke auf der Welt. Und jetzt mache ich auch lauter. Verdammte Axt nochmal, ich werde jetzt lauter machen. Mir egal, ich will das Lied hören. Jetzt kommt das Lied, jetzt kommen wir. Da seht ihr, ganz hinten bin ich. Leider nicht so gut. Yeah, yeah. Was ist die Musik? Wer kennt sie? Wer kennt sie? Hä? 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 Chris Cross, meine Damen und Herren. Chris Cross, meine Damen und Herren. Ich hab mal jetzt die Fresse, Alter. Hört euch das Lied an. Bam! Die Gladiatoren gehen Richtung Ring, meine Damen und Herren. Guckt euch das an. Bam! FC Crash gerade Minus ist dabei. Bei Astan ist dabei. Sergei ist dabei. Shen Null ist dabei. Ja, ganz schön mit dem Käppi, das bin ich. Und da werdet ihr gleich einsehen, der richtig abgeht zu dem Lied, weil er richtig da ist. Hab ich ihm noch was gesagt? Da hab ich ihm gesagt, er soll Gas geben, er soll richtig gleich reinrennen, gleich voll Gas geben. Ich musste leider gleich sofort gehen, weil ich musste noch aufnehmen, weil ich musste nicht auch noch jemand aufnehmen. Aber wir haben ihn unterstützt und wir haben alles gegeben. Koray Cengiz, guckt euch das an, ey Monster! Yeah. Alter Schwede, das hat die Stimme richtig fest, richtig geil! Koray, mein Freund, da umarmt ihr uns nochmal, da umarmt der Vai, da umarmt der Channel, den Öxi, Fresh Gradulus und den Sergei. Und ich werde jetzt nämlich gehen und das Video aufnehmen! Ja, der hatte Probleme mit den Knien, darum musste das bandagiert werden und dann hat der Schiri noch mal ein bisschen länger geguckt und auch am Handschuh hatte der ein bisschen ich weiß nicht, was das ist, aber das hat er dann, musste er dann, glaube ich, abschneiden. Jetzt geht er hoch und jetzt muss er gleich wieder runter.
Ich kann euch schon mal sagen, dass der Kampf leider, leider ganz schnell zu Ende ist. Darum habe ich jetzt zwei Versionen für euch aufgenommen. Zwei Stück. Die fette Mucke. Fette Mucke, fetter Macker. Fetter Kampf. Guckt euch an, wie der abgeht, Alter. Den weiß man da unten nichts. Alter, geil. Ich kann das gar nicht erlangen. Chris Cross. Also die Jüngeren von euch kennen den nicht, kennen die beiden nicht. Aber richtig fett, Jungs. Richtig fett. Und sein Gegner. 2,10 Meter. 2,10 Meter. Da ist sie mit der Haus. Da ist er mit seiner Freundin. Und dem Pokal. Und dem Pokal. Der Kampf. Der Kampf. Konrad Jenkins in the house. Back. Und der Kampf geht immer in 1x5 Minuten. Jetzt klingt der Kampf an. Die gucken sich an. Die Schiri jetzt sagt doch mal, wie er den Kampf haben will, dass ihr fair bleiben sollt. Und jetzt. Und jetzt die ganze Anspannung. Komm Koray. Gib ihm, mein Freund. Jetzt. Jetzt dreht er sich, jetzt sagt der Trainer, er soll sich drehen und ihn zurechtlegen. Er soll sich ihn zurechtlegen und dann, bumm, in sein Gesicht, einer in sein Gesicht und dann 3-4, als er auf dem Boden lag. Da hat der Schiri gesagt, keine Chance und guckt euch das an, Koray, wie er feiert. Koray, mein Freund, guckt euch das an. Das Tier, The Machine, Koray Cengiz, verdammte Axt nochmal, 10 Sekunden, 15 Sekunden Kampf. Jetzt werdet ihr nochmal ein besseres Video sehen, wo er ihn richtig erwischt, also wo man sieht, wie er ihn richtig erwischt. Nee, keine Chance. Ja, er wird gefeiert, meine Damen und Herren, weit hat ihn hochgehoben, krass, Alter. Da seht ihr das nochmal, guckt euch den Berg an. Jetzt nochmal. Jungs, guckt euch das an. Ihr werdet genau sehen, wie er ausgenockt wird. Und? Bam! In sein Gesicht! Das hat einmal Klatsch gemacht, meine Damen und Herren! Jungs, ich will mich bei euch allen bedanken. Alle bedanken auch, die das Turnier veranstaltet haben und auch an Sergei und den Temmel, den halben Mexikaner und an Koray und alle, die da waren und auch die Leute, die mir die Videos zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das war mal so ein kleiner Einblick. Ich werde das alle 2-3 Monate mal machen, dass ich privat was zeige und nicht nur dieses Clash of Clans, also dass ihr mich auch besser kennenlernt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und Bis das nächste Mal, Jungs. Bam! Und das auch noch mein Gruppenfoto von uns allen, die mitgewirkt haben, die mitgemacht haben und die Koray unterstützt haben. So.